Servus, meine Lieben, und willkommen hier in der Blue Wolfower Vereinskarriere in der zweiten Fußball-Bundesliga. Heute mal aus der Team-Manager-Bereich, wo ich euch mal ganz kurz das Team vorstelle, was gleich in den Spiel gegen den sechstplatzierten VfL Bochum antreten wird. Also, im Sturm Broschinski, die Flügel bestehen aus Rivera und Reinaldo. Offensives Mittelfeld Santos und Dehl. Zentral Mittelfeld Stosic. Die Innenverteidigung wird aus Collins und Kapitän Keller bestehen. Stadtkapitän Rick van Drommeling. Die Außenverteidigung wird gebildet aus Hernandez und Kurt. Auf unserer Bank Rick van Drommeling, Guindo, Finzorn, Fernandes, Dimitrov, Branco und Castro. Und hier schauen wir jetzt auf die Aufstellung von VfL Bochum. 4-1-4-1 ist ihre Formation und wir sehen Riemann im Tor. In Verteidigung wird auch Schlotterbeck, Leitsch, zentral defensives Mittelfeld aus Lorange. Die Außenverteidigung wird gespielt aus Dekali, Bockhorn, Kapitän Lemoine, Tesche, Asano und Holtmann machen das Mittelfeld und im Sturm Zoller. This should be something to savor. The best defense in the league up against the freest scoring team in the league. Who will come out on top? Stay tuned. We'll have all the action for you live here on EA TV. And welcome to a game that really should. Herzliches Willkommen zum 26. Spieltag. Ich, euer Blue Eisler Dragon, würde das Spiel kommentieren. Da kommen gerade die Mannschaften aufs Spielfeld. Das Stadion von VfL Bochum ist wieder restlos ausverkauft. Der Himmel ist bedeckt, aber dafür ist der Spielfeld des Rasen trocken und wir können gutes Fußball erwarten. Erzielte Tore, wir 75, Gegentore von Bochum 23. Ja, wenn ihr, könnt ihr gerne meinen Kanal Abo dalassen, die Glocke aktiv machen und ein Däumchen auf das Video auch gerne dalassen. In der Videobeschreibung meine Social Media Links von Instagram, TikTok, Spotify und mein Zweikanal auf YouTube ist auch in der Videobeschreibung drin. So, wir sehen nochmal die Aufstellung hier vom VfL Bochum. Auf Zoller muss man sehr gut aufpassen, weil der ein guter Knipser ist. Auf ihrer Bank Backinson, Ganvula, Danilo und Esser war auf der Bank. Ja. Mal sehen, ob unsere Glück heute wieder da ist oder es Zweifelsfall wieder so ein Unentschieden kommen könnte. Wir spielen wieder in Gelb, Orange, Blau auf der rechten Seite und Bochum spielt in Weiß, Dunkelblau auf der linken Seite. So, wir haben Collins. Guter Pass zu Dehl. Und das war eine gute Reingabe. Und da ist schon das allererste Tor für die Blue Wolf Rover durch unseren kopfballstarken Moritz Broschinski, die Nummer 19, trifft per Kopf zum 1:0. In den wenig gespielten Minuten hier nochmal die perfekte Reingabe in den 16er und dann mit dem Kopf zur Stelle. Ja, Asano versucht den Kopfball
springenden Roschinski zu drängen, also zu bedrängen, aber es funktioniert nicht. Er ist viel schneller mit dem Kopfball, also mit dem Kopf zur Stelle und kann den Ball ins Tor lenken. 11. Partie, sein 12. Saisontor und die Führung jetzt für die Blue Wolf Rover in gut gemerkten 3 Minuten Grad der Spielzeit. So, Bochum jetzt in ihrer Hälfte mit dem Ball. So, weiter Ball in unsere Hälfte zu Holtmann, die Nummer 17. Auch gut, können wir den Ball erstmal klären. Aber fast da. Aber dieser Pass zu Asano, die Nummer 10 vom VfL Bochum, kommt nicht an und schon geht der Ball ins Aus. Hier nochmal die schöne Torsequenz zu sehen. So. Schneider mit einem weiten hohen Ball auf Kurt. Kopfball präzise. Aber hier der Passversuch. Oh, das war gut. Erstmal geklärt. Ronaldo. Schön auf dem Flügel. Kommt der Ball rein. Und jawohl! Da ist das 2:0 für die Blue Wolf Rover. Doppelpack durch Moritz Broschinski. Und da flimmen erstmal die Fans auf der Gasttribüne. Es war richtig aus. Boah, schön mit der Innenschlappen. Also mit dem Schuh. Haut er da mit vollem Wuck gegen. Obwohl Riemann schnell genug war und versucht hat, irgendwie eine Chance des Ballblocken zu ermöglichen, gelingt es ihm nicht und der Ball saust ins Tor und schon steht es 2:0 hier für die Blue Wolf. So, jetzt hat Bochum wieder eine Möglichkeit. Ja, dabei war schon aus gewesen. Geht Einwurf durch Holtmann. Chance auf dem Flügel. Aber die weite Passgabe gelingt uns leider nicht. Holtmann jetzt. Oh, da kommen wir den Ball präzise klären. Deal. Oh, perfekt gespielt auf Ronaldo. Und das wäre abseits gewesen, wäre dabei genau auf ihn zugekommen. Ah. In der Drehung kriegt Ronaldo den Ball nicht gut gespielt. Und schon landet er wieder bei Bochum. Jetzt Asano. Oh, Latte. Ein Landtreffer. Aber der Ball ist noch heiß. Wieder Landkracher. Doppel-Lattenkracher hier bei den Blue Wolf Rovers. Und da ist wieder Moritz Broschinski. Und da ist der Hattrick durch Moritz Broschinski. Unseren Killer hier gerade. Und er zeigt es gerade gegen Bochum. Und was für ein guter Pass. Und er dann hier guten Sprinttempo gab. Sein Gegenspieler kommt zwar auf ihn zu. Schlotterbeck. Aber da ist der Abschluss schon gewesen. Und die Kugel zappelt im Netz. Und es steht jetzt 3:0. Hattrick hat sich Moritz Broschinski wirklich rechtlich verdient. Weiter hoher Ball in die Mitte. Wieder ein Pass durch die Mitte durch.
Wieder geklärt vom 16er. Aber Stosik mit einem Passfehler. Aber hier Schneider mit einer guten Glanzparade. Er kommt aus seinem Fünfer raus und klärt per Fuß, dass der Ball erstmal zur Ecke geht. Und Bochum mit einer Ecke durch Holtmann. Ausprobiert. Aber Kugel trotzdem noch heiß ist. Aber mühelos hat Schneider den Ball. Abschlag auf Wuschinski. Ha, Kopfball leider nicht gewonnen. Somit landet der Ball wieder bei Bochum vor die Füße. Und wieder macht Schneider eine gute Tat und denkt wieder den Ball zur Ecke. Die Annahme hier vom Bochumer Spieler nicht schlecht, aber Schneider zeigt es allen. Wieder die Ecke. Dieses Mal kommt sie außerhalb des 16er. Ja, und da hat Schneider die Beine offen gelassen. Nicht zu. Und der Ball landet im Netz. Und das muss, ja, der Stürmer Zoller gewesen sein. Schön freigekommen. Und dann durch die Beine hier von Schneider hier nochmal. Ja, hat er die Beine zugemacht, offen gelassen, statt zuzumachen. Und ein gutes Tor. Besteht jetzt hier 3:1. Rückpass auf Schneider. Oh gut, Stosik. Aber Stosik kriegt den Ball nicht weiter gespielt. Jetzt geht der Ball durch die Mitte wieder. Aber dieser Versuch von Zoller oder Zoller war abseits. Glück, Collins. Weiter Ball. Oh, perfekt auf Rivera gespielt. Ah, Wojcinski nicht schnell reagiert. Oh, das war gut gespielt. Sehr gut. Reinaldo. Santos. Oh, und wieder Wojcinski mit einem strammen Schuss aufs Tor. Aber Riemann kann die erste Chance mal parieren. Reinaldo mit der Ecke. Oh, der Ball wurde rausgeklärt. Erstmal Rivera. Spielt ihn erstmal ruhig. Und will eine Flanke. Wieder wird der Ball rausgeschlagen. Aber dieses Mal ist die Kugel komplett geklärt und Bochum hat jetzt eine Kontermöglichkeit. Passmöglichkeit, aber hier im Fünfer ist Schneider und hat die Kugel. Weiter Ball. Wieder auf Rivera. Santos. Guter Pass nach oben. Ah, Kopfball landet aber beim Gegenspieler, statt zum Tor hin zu köpfen. Schussmöglichkeit wäre auch drin gewesen. Aber irgendwie wäre es nicht. Oh, da kam Dale eigentlich angesprintet und hätte die Möglichkeit zu einem Torversuch. Ja, und da fällt der Schiedsrichter erstmal zur Pause und mit einer 3:1 Führung gehen wir erstmal in die wohlverdiente Pause.
Their front players have been so clever with their movement. This could turn into a rout in the second half. Die Halbzeitstände in den anderen zwei Partien, erster FC Nürnberg und erster FC Heidenheim, 1:1. Dynamo Dresden liegt hinten gegen Karlsruher SC 1:0. Anstoß zur zweiten Halbzeit hier im Auswärtsspiel. VfL Bochum gegen uns. Die Blue Wolf Rover. Ja, mit einer 3:1 Führung zur Pause. Bochum in der ersten Halbzeit. Balltechnik und wie soll ich sagen, mit ordentlich Ballkontakt besser als wir. Und wir mit mehr Fehlpässe gehabt. Aber trotzdem führen wir weiterhin mit 3 Tore. Und hier hat der Kapitän Lee Moine gerade die Chance, aber er schlägt mit der Innenseite zu heftig gegen den Ball und der Ball fliegt übers Tor drüber. Abstoß durch den Keeper Schneider. Ah, dieses Mal Kopfballduell gewonnen. Bochum. 5 Schüsse, Wroschinski und Bochum 3. Ah, da war Santos gut gestartet, aber nicht schnell genug. Nein, nein, das war kein Tor, das war kein Tor. Der Linienrichter hat die Fahne schon längst gehoben gehabt und das war Abseits. Hier nochmal die Situation genau geahnt. Ja, Abseits. So. Abschuss des Keepers Schneider. Weiter Ball auf Stosik. Aber Kopfball wieder nicht gewonnen. Bei Stosik ist, ich weiß nicht, wie groß ist der nochmal? Noch was? So, wieder Schneider. Steht die Ball erstmal weit raus zu Wroschinski. Könnte rankommen. Aber Bochum ist doch ein bisschen schneller in der Impf. Eine Hälfte. Und wieder ist es Abseits. Wieder sprintet hier der Spieler von Bochum. Heutmann. Zu früh los. Und ist wieder in die Asphalthalle reingerutscht. Lemoine runter. Parkinson kommt drauf. Frischer Mann für VfL Bochum. Keller spielt auf Kurt den Ball. Erstmal ganz ruhig. Oh, perfekt. Deal. Und da ist Wroschinski. Jawohl. Über den Keeper drüber. Und der Ball ist drin. Jawohl. So ein präziser Spielstil. Und Wroschinski genau da. Zack, schön freigespielt und dann vorm Kreis, so gut und gern, knappe 17 Meter würde ich sagen, und dann so, zack, reingesmettert, jawohl, 4:1, Wroschinski hat es nun jetzt richtig gezeigt. Und hat es ordentlich auf dem Kasten. 15 Tore. Das bedeutet, er ist jetzt auf Platz 2 oder 3 in der Torjäger-Platzierung. Holtmann. Parkinson. Zoller. Wieder auf Holtmann. Oh, das war perfekt. Reinaldo. Und da sehen wir Rivera. Und da ist Wroschinski wieder. Aber dieses Mal Riemann da und kann diese Chance zu diesem strammen Schuss erstmal klären.
So, wir wechseln. Wir sehen, Roschinski hat ordentlich gut was geschafft. Dafür kommt unser jüngster Castro rein. Und unser Deal ist hier sehr abgekämpft. Branko. Und ja, um Flügel unser Reinaldo erschöpft. Dimitrau. Ja. Der Dreierwechsel auf unserer Seite wird ausgeführt. So, Branko wird die Ecke von unseren Reinaldo aus. Ja, aber die Ecke hat nichts eingebracht, sondern nur ein müdes Lächeln. Holtmann, Kurt hinterher. Aber jetzt mal wieder die Kali auf Zoller. Oh, und da haben wir gut aufgepasst. Aber da Schneider noch ganz schnell gesprintet vor der Nummer 23 und lenkt, ich glaube, mit den Fingerspitzen den Ball noch zur Ecke. So, Tesche. Ball kommt jetzt rein. Aber Schneider hat ihn. Schneider hat ihn. Erstmal ganz Ruhe. Und jetzt schlägt er ihn weit raus in die Hälfte von Bochum. Ja, aber Ball landet Bochum vor die Füße. Aber dieser Schussversuch von Zoller mit der Innenseite nicht gut kontrolliert und landet im Aus. Schneider mit einem weiten Abschlag. Fernandes, oh, gut gespielt. Und das war ein Foul. Freistoß, Collins führt ihn aus. Dimitrau. Ah, und da hätte unser Rivera die Chance gehabt. Oh, und da erobern wir uns den Ball wieder zurück. Branko. Weiter auf Dimitrau. Kommt er da noch ran? Nein, er legt sich den Ball zu weit nach vorne und der Ball geht ins Aus. Einwurf jetzt Parkinson, Dekali, Schlotterbeck. Wieder zurück auf Dekali, Parkinson. Soller. Holtmann. Keller. Oh, gut geklärt. Wir bekommen einen Freistoß, weil Bochum uns den Versuch, den Ball rauszuschlagen, geklärt hatte. Zwei Wechsel auf Bochumer Seite. Zoller runter, Ganvula raufgekommen. Und da ist Rivera. Jetzt gut im Tempo. Aber Castros Kopfball landet vor die. Nee, in die Hände von Riemann. Oh, guter Kopfball. Pass zu Danilo. Holtmann. Kurt hinterher. Er kann sich durchsetzen, aber unser Branko verliert hier den Ball. Aber da ist Branko wieder da. Aber wieder ist der Ball bei Bochum. Und dieser Schussversuch von Bochum geht nicht richtig
gut. Ja, nicht viel los von Paul Launch. So, noch 6 Minuten in der Verbleib der zweiten Halbzeit. Schneider mit einem weiten Ball nach vorne auf zu Rivera. Aber der Kopfball landet leider bei Bochum. Asano. Aber dieser Pass ist viel zu lang. Zum Kapitän kommt er leider nicht an. Bei Kinson. Wieder Abstoß von Schneider. Weiter Ball Hernandez. Sollte eigentlich auf Stoße kommen. Und da ist wieder Holtmann. Kurt hinterher. Und wieder gut pariert. Schneider schlägt den Ball weit raus. Ah, knapp. Ball gewonnen. Sind noch ein paar Minuten auf der Uhr. Aber da trifft doch Bochum zum 2:4. Erst konnte Schneider den Ball abwehren, aber er landet vor Bochums Spieler hier. Nochmal hier die Situation zu erkennen und dann Schneider nicht schnell reagiert. Und die Nummer 35 haut den Ball mühelos rein. Ja, Gandula. Sein erstes Tor. So, erstmal den Ball in unseren Reihen. Die 90 Minuten sind um. 3 Minuten sind nachgespielt. 1 Minute schon um. Aber Bochum will hier nachsetzen. Setzt uns leicht unter Druck. Oh, der Pass wäre vielleicht gut gewesen. Aber die 3 Minuten der Nachspielzeit sind um und wir gewinnen das Auswärtsspiel mit 4:2. Ein Vierer Tortreffer von unseren Moritz Broschinski. Endstände hier eingeblendet. Tolles Ergebnis und dann auch 4 Tore von Broschinski. Ihr Kommentar. Broschinski ist ein Vorbild für die gesamte Mannschaft. Man sieht einfach, wie außergewöhnlich talentiert er ist, wie zielstrebig und diszipliniert. Heute konnte ihn niemand aufhalten. Blue Wolf Over ist bislang in der zweiten Liga ohne Niederlage. Gehen Sie davon aus, dass das so weitergehen wird? Im nächsten Spiel sollte mindestens ein Remis rausspringen, also sollte die Serie auch weitergehen. Vor dem Spiel gingen alle davon aus, dass sie auf Augenhöhe mit VfL Bochum 1848 sind, hatten sie Zweifel am Sieg. Zu große Sorgen hatten wir nicht, aber Zweifel gab es natürlich. Wieder ist unsere Trainerbewertung um einen Punkt runtergegangen. Ich weiß einfach nicht, was ich da noch machen soll. So, wir simulieren. Stoppen. Unsere Ziele sind gefährdet. Ich weiß. Moral ist wieder richtig gut. Ja, unser Mann Bimbi hat eine Frage an uns.
Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Heidenheim nicht auf der Bank sitze. Ich denke darüber nach. Die Startaufstellung steht ja noch nicht fest. Aber sonst wirst du sehen, ob du mitspielst. Ja, Robin Zentner wird wieder Kapitän. Ziele sind gefährdet. Finanzen erhöhe, ja. Ich werde es versuchen. Unser Taxi-Jaira hat sich eigentlich zum Flügelspieler, mal sehen. Positionswechsel. Das sieht doch gut aus. Wir werden ihn erstmal auf aushelfender Flügelstürmer entwickeln. Dauert 7 Wochen. Noch einer hat sich entwickelt. Unser Marc Ward. Mal sehen. Um 5 Punkte hoch. Ja, verrückter Spielmacher. Gut. 5 Punkte, das ist gut. Ja, und im Auswärtsspiel gegen SFC Heidenheim müssen wir wieder Punkte ranholen. Also wird wahrscheinlich das Top-Team wieder an Start gehen. Meinung und eure Wünsche zur Karriere gerne in die Kommentare reinschreiben und teilt das Video an. Oder liked es. Oder verschickt es an andere, die das Video gerne gucken können. Und sich selbst eine Meinung über die Episode machen können. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich, euer Blue Eyes Fairdring, bin jetzt raus und wünsche euch einen schönen Tag noch oder einen schönen Morgen denn. Und sage damit jetzt Tschau.